herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Antje Marie-Samiralov und ich werde Sie durch den heutigen Abend begleiten. Und bevor wir die guten Geister und auch die weniger guten Geister, die einen Teil unserer Materie möglicherweise formen, herausfinden, würde ich Ihnen gerne meine Gäste vorstellen. Und zwar sitzt zu meiner Linken Professor Robert Jütte, bis vor kurzem, bis 20 genau, Leiter des Instituts der Geschichte der Medizin, der Robert Schorsch. Jetzt habe ich mich verhaspelt, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Und zwar fange ich nochmal ganz von vorne an. Zu meiner Linken sitzt Robert Jütte. Bis 2020 war er Leiter des Instituts der Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Jetzt ist er im Ruhestand, aber umtriebiger denn je. Unter anderem im wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer. Und was das mit dem Placebo-Effekt und mit diesem Buch hier zu tun hat, das erfahren wir heute Abend noch. Jetzt bitte ich um einen herzlichen Applaus für Robert Jütte. Und zu meiner rechten Seite sitzt Professor Dr. Harald Wallach. Er ist Philosoph, klinischer Psychologe und Wissenschaftshistoriker. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem Achtsamkeit, Spiritualität und evidenzbasierte Medizin. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir justament an. Herr Jütte, im Vorwort dieses Buches, das Sie ja maßgeblich verantwortet haben im Auftrag der Bundesärztekammer, 2010 war das, glaube ich, steht sinngemäß, dass wohl fast jeder den Begriff Placebo kennt und ihn auch desweilen benutzt, aber die allermeisten Menschen eigentlich nicht wissen, was es damit auf sich hat. Wollen wir vielleicht mit diesem Manko aufräumen? Ja, in der Tat. Es gibt ja auch in der Alltagskultur eine Band, die nennt sich Placebo. Also der Name Placebo ist inzwischen weit verbreitet, nicht nur in der Medizin. Und in der Medizin in der Tat haben Laien, also sprich Patientinnen und Patienten, meistens eine etwas, wenn überhaupt, vage Vorstellung oder eine sehr klassische Vorstellung, muss man sagen, vom Placebo. Man versteht darunter sozusagen eine Zuckerpille. Also da, wo kein Arzneistoff drin ist, zumindest nicht in der Menge, wo es wirken könnte. Man spricht dann auch, dass es noch sogenannte Pseudo-Placebos gibt, wie zum Beispiel die Homöopathie, aber das lassen wir mal außen vor. Ich spreche jetzt vom sogenannten reinen Placebo, wo in der Tat nur Milchzucker drin ist. Und dieses wird in der Tat für Placebo-Studien in der Medizin zur Zulassungsstudien gebraucht. Das hat sich also sozusagen auch in der Leidenschaft herumgesprungen. Da ist nichts drin, aber es steht drauf, dass da was Besonderes, dass das das Arzneimittel ist. Aber wir wissen inzwischen, dass es eben nicht nur diese medikamentösen Placebos gibt, sondern eben auch die chirurgische. Zum Beispiel kann man auch eine Scheinoperation machen. Und da werde ich wundern, was ist eine Scheinoperation? Was bringt das? Und im Jahre 2000 hat ein amerikanisches Team, es käme durch keine deutsche Ethikkommission hindurch, also bei der Kniearthroskopie, wo man geguckt hat, also ist der Knorpel beschädigt. Und da gab es zwei verschiedene Verfahren, diagnostisch, um das zu testen. Da wollte man herausfinden, welche die bessere ist. Und man hat dann die klugen Idee gehabt, man könne den Patienten auch diesen Eingriff nur vorspiegeln. Das heißt, er sieht bei örtlicher Betäubung auf einem Computerbildschirm eine OP, die er glaubt, ist seine. Es ist aber nicht seine OP, wird ihm nur vorgestellt. Großer Verband drauf und fertig. Und man hat dann geguckt, wie sich das entwickelt hat. Und man kann sagen, dass nach dieser Ausspülung die Placebo-Operation die langfristig am wirksamsten war, also wo nichts gemacht worden ist. Nun werden Sie sagen, ja gut, das ist ein Ausnahmefall, aber es gibt inzwischen ganz, ganz gute Studien, die zeigen, auch in anderen Bereichen der Chirurgie macht ein Placebo-Eingriff genauso viel Sinn wie unter anderem auch in der Kardiologie beim Stent einsetzen. Das ist umstritten unter den Kardiologen, weil natürlich viel Geld damit verdient wird. Aber es gibt eine ganz große Studie, die zeigt, dass also, wenn man nur so tut, als wenn man einen Stent reintut, also etwas Ähnliches passiert. Also chirurgische Placebos. In der Akupunktur, wenn wir jetzt mal bei den alternativen Verfahren sind, gibt es das auch. Es gibt eine Scheinakupunktur, wo die Nadel nicht in die Haut geht, sondern kurz davor stoppt, sodass man auch überprüfen kann, ob es eine echte Akupunktur ist oder eben nur eine Scheinakupunktur. Aber was viel wichtiger ist, und das habe ich versucht, mit den Kollegen hier in der Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Placebo deutlich zu machen, darüber hinaus gibt es eben auch die sogenannte Droge-Arzt. Der Arzt ist sozusagen auch ganz wichtig, die Arzt-Patient-Beziehung, die Erwartungshaltung des Patienten, aber auch die des Arztes, sozusagen das gesamte Umfeld
Umfeld der Behandlung und das fängt sozusagen schon beim Betreten der Praxis an und geht über das Sprechstundenzimmer. Also das ist heute der erweiterte Placebo-Begriff über diese kleine Arzneimittelgabe aus Zuckerpillen hinaus. Da sind wir dann auch schon beim Placebo-Effekt, auf den kommen wir dann gleich, das ist sozusagen nachgelagert. Die Frage, die vielleicht auch im Raum steht, ist, warum ist der Placebo, das Placebo oder auch der Placebo-Effekt negativ konnotiert? Es wird immer so ein bisschen despektierlich, das ist ja nur, Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist ja nur ein Placebo, mit anderen Worten, das ist ja nichts. Wo rührt das her? Ja, das ist einfach, finde ich, zu verstehen. Unser gesamtes medizinisches Modell eigentlich seit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als zum ersten Mal die klinische Pharmakologie als mächtige Institution entwickelt wurde. Martini, deutscher Pharmakologe, hat 1930 die erste klinische Lehre zur Forschung geschrieben. Da wird das zum ersten Mal festgeschrieben, Placebos muss man verwenden, um die eigentlichen Substanzen testen zu können, um den psychologischen Effekt der Erwartung und der Behandlung und der Hoffnungsgenerierung herauszuholen, damit wir nur das reine pharmakologische Substrat testen können. Und seither hat sich in der Bevölkerung, in der Ärzteschaft, eigentlich in unserer ganzen Kultur die Idee entwickelt, nur was wirklich molekular dingfest zu machen ist. Dafür zahlen wir, das ist gut und das wollen wir. Ob das stimmt, ist eine ganz andere Frage. Ich halte es für Unfug, also nicht nur für Unfug, aber für höchst überzogen. Aber das ist das, was in der Bevölkerung und in der Ärzteschaft, auch in der Wissenschaftlergemeinde so gemeinhin als die reine Lehre transportiert wird. Und daher kommt es, dass das Placebo natürlich, weil das sozusagen das Gegengetestete ist, mit negativem Anstrich behaucht wird. Wie wirkmächtig der Placebo-Effekt ist und welchen Anteil er an therapeutischen Eingriffen oder pharmakologischen Behandlungen hat, darauf kommen wir noch zu sprechen. Welchen Anteil hat denn die Ärzteschaft, haben die Kliniker daran, dass der Ruf so schlecht ist? Sie haben es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber das wäre doch eigentlich Ihre Aufgabe und das war ja wohl auch das Ansinnen, was Sie seinerzeit dazu bewogen hat, dieses Buch zu formulieren, diese Stellungnahme, dass Sie den Placebo-Effekt viel mehr in den Alltag einfließen lassen und damit bessere Ergebnisse zu erzielen in der Behandlung ihrer Patienten. Ja, also ich bin seit 1995 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats und habe damit schon eine ziemlich lange Erfahrung mit unserer Gesundheitspolitik, auch wenn wir im wissenschaftlichen Beirat Richtlinien zum Umgang mit den richtigen Therapien machen. Aber ich habe dann 1998 war das ungefähr, mal gesagt, es wäre doch spannend für den wissenschaftlichen Beirat, dass wir eine Stellungnahme mal zum Placebo-Effekt, weil das hat mich historisch schon immer interessiert, machen können. Da haben die Kollegen, kennen wir doch klinische Studien, natürlich brauchen wir, das hat Harald Wallach gesagt, seit 1930 ist das sozusagen Standard, man hat eine Placebo-Gruppe und dann guckt man, was die reale Gruppe dann macht. Ich habe dann jedes Jahr wieder aufgezeigt und sage, ich würde gerne dieses Thema haben. Und irgendwann, also harte Beta, 1999 haben wir dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ich geleitet habe, zu einer Stellungnahme, die dann weltweit die erste überhaupt einer Ärztekammer, nationalen Ärztekammer ist, wie man den Placebo-Effekt, und das ist entscheidend, positiv in der Arzt-Patienten-Beziehung nutzen kann. Und nicht nur in klinischen Studien. Das ist das Neue an dieser Studie gewesen, die wir 2000 vorgestellt haben. Und damals hat dann praktisch parallel dazu, bevor wir noch rauskamen, der Spiegel mal eine ganze Titelseite zu Placebo gemacht, aber dann das auch wieder vergessen. Die leben natürlich auch von Anzeigen der Pharmaindustrie. Also es ist nicht, mit Placebo kann man kein Geld verdienen. Und deswegen wird das immer verdrängt. Und deswegen gehört dazu eben auch dieses Bohren dicker Bretter. Und es ist ein ganz wichtiger Effekt. Wir haben darüber gesprochen, es spielt in der Praxis eine Riesenrolle. Es ist aber sowohl bei den Ärzten und auch bei den Pflegenden manchmal nicht bekannt, der Nocebo, wir kommen drauf, Effekt noch weniger. Aber und in der Laienschaft gibt es halt auch diesen negativen Eindruck. Ich erinnere mich, mit einem Akupunktur in Stuttgart mal geredet zu haben, der mit in der großen Studie war, Gerak, wo man Scheinakupunktur gegen echte Akupunktur, unter anderem bei Migräne. Und er sagt, ich hatte auch eine Patientin mit Migräne, ist geheilt worden, war aber in der Studiengruppe und man musste nach Abschluss sagen, in welcher Gruppe war sie, in der
echten Akupunkturgruppe oder in der Scheinakupunktur. Und daraufhin hat er das der Patientin gesagt, und sie war nämlich in der Placebo-Gruppe und sagt, um Gottes Willen, Herr Doktor, Sie glauben doch nicht, dass ich mir die Migräne eingebildet habe. Und das ist das Problem, was Laien, aber auch Ärzte haben. Und die Wende, die wir in der Medizin haben, und die gibt es in der Tat, und die hat schon so in den späten 90er Jahren angefangen durch die Forschung, die wir haben, die experimentelle Placebo-Forschung, indem wir nämlich, Harald, du kannst das sehr viel besser schildern, jetzt nachweisen können, was wirklich im Gehirn passiert, dass wir mit den MRTs sozusagen genau schauen, was passiert, wenn ich jetzt eine Placebo-Gabe gebe. Und plötzlich merkt man, da geschieht etwas, das ist nicht reine Einbildung. Und jetzt haben die Ärzte verstanden, ja, wenn man das nachweisen kann, dass da oben nicht irgendwie Leute spinnert sind, ja, dann muss da was dran sein. Aber seitdem kann man mit Placebo zumindest etwas mehr Verständnis in der Ärzteschaft wecken. Aber das ist noch längst nicht in der Patientenschaft angekommen. Sie sprechen wahrscheinlich primär von Interventionen bei Schmerzen, weil da ist es ja am besten beforscht. Da kann man auch ganz gut zeigen, welche Opiate oder Opioide ausgeschüttet werden und welche Teile der Schmerzmatrix involviert sind nach Placebogabe. Höchst spannend im Übrigen. Können Sie nachlesen? Gibt es gute Bücher am Markt? Gibt es auch Artikel? Auch das von unserer Moderatorin. Ja, darf ich genau. Noch mal darauf hinweisen? Das Prinzip darf Werbung Placebo machen. Nicht. Ja, ich mache das ohne Absprache. Ja. Genau. Was mich mal interessieren würde, ich habe irgendwo einen Passus gelesen, stammte nicht von Ihnen, dachte ich wohl. Die Geschichte der Medizin ist eine Geschichte des Placebos. Das würden Sie jetzt wahrscheinlich etwas entkräften wollen, aber faktisch ist es doch so, dass über sehr lange Zeiten im Wesentlichen Placebos verabreicht wurden, um etwas zu geben. Das waren zum Teil recht eklige Angelegenheiten, die unter einem großen Primborium, das ist sozusagen dieser Zauber, der veranstaltet wird, um einen Placebo-Effekt zu initiieren, verabreicht wurden. Ja, das ist auch eine der schwarzen Legenden in der Medizingeschichte, wie ich das mal nennen möchte, weil wenn man sich also nüchtern mal die heutige Medizin angreift, geht es auch nicht ohne Placebo-Effekt. Also wenn wir zum Beispiel wissen, dass in der die Antidepressiva Wirkung also gleich mit dem Placebo ist und wir geben viel Geld und haben noch Nebenwirkungen aus, oder schauen wir in der Chirurgie, wo also noch ein sehr viel Placebo, insbesondere natürlich, wenn es um Schmerzen geht, also eine Rolle spielt, kann man nicht behaupten, die alte Medizin, sprich von 1900, war reine Placebo-Medizin. Die haben da aus der Drecksapotheke, wie man das auch genannt hat, mit Hundekot und mit Krokodil und mit allen möglichen Dingen gearbeitet. Und wir haben jetzt die modernen. Nein, nein, also so einfach kann man sich das nicht machen. Wir haben zwar in der Tat schon im 17. Jahrhundert China-Rinde, das wissen wir heute, dass das ein fiebersenkendes Mittel ist, kommt über die Jesuiten dann nach Europa. Und das ist in der Tat ein sehr spezifische Wirkung, diese China-Rinde hat. Aber, darüber hinaus kann man sagen, dass die Medizin damals wirklich mit ihren Arzneischatz unglaubliche Erfolge gehabt hat. Trotzdem würde ich mich heute nicht unbedingt von einem Schamanen operieren lassen, sondern das hat schon gewisse, ich will nicht unsere gesamten positiven Entwicklungen in der Medizingeschichte wegdiskutieren, ist auch gar nicht. Ja, wir sitzen ja eigentlich auch heute Abend zusammen, nicht um jetzt dezidiert zu erklären, in welchen Bereichen Placebo-Effekte besonders stark messbar sind, sondern zu ergründen, was dem zugrunde liegt und inwiefern man sich das oder Sie hier im Publikum zu eigen machen kann, um seiner Gesundheit und der Gesundheit der Familie etwas Gutes zu tun. Und da sind wir bei einem ganz maßgeblichen Punkt. Evidenzbasierte Medizin ist ja eines ihrer großen Themen. Und die Tatsache, dass der Placebo-Effekt bei fast jeder Intervention mitschwingt, gibt es denn irgendeine einzige pharmakologische oder invasive Intervention, wo es keinen Placebo-Effekt gäbe? Ich würde das sehr bezweifeln, weil höchstens bei Leuten, die im Koma sind oder die bewusstlos sind, derlei Dinge. Mhm. Aber sobald Menschen wach sind, auch nur randwach sind, spielt die Psychologie immer eine Rolle. Und im Grunde können wir sagen, dass der Placebo-Effekt die angewandte Psychologie in der medizinischen Therapie oder auch in der psychologischen Therapie ist, weil es letztlich darum geht, Heilpotenziale zu stimulieren, die Hoffnung
Erwartung, positive Erwartung natürlich, Entspannung, all diese ganzen Prozesse sind psychologische Prozesse und daher ist im Grunde das, was wir mit dem Begriff Placebo bezeichnen, nichts anderes als die Psychologie in den therapeutischen Kontext gewendet. Und von daher glaube ich, ist es eigentlich sehr, sehr viel wichtiger, das positiv zu sehen und zu wenden und uns zu fragen, wie können wir das Ganze eigentlich nützen? Das wäre aus meiner Sicht die Aufgabe auch der Medizin. Wollen wir erst mal klären, was der Placebo, wir sprechen die ganze Zeit über Placebo-Effekte, ist Ihnen denn klar im Publikum, was den Placebo-Effekt ausmacht? Hand hoch, wer weiß das? Dann fangen wir jetzt mal an. Ich kann ja mal ein paar Takte dazu sagen. Ne? Gerne. Also im Grunde sind es die Effekte, die entstehen, wenn Angst reduziert wird. Jeder, der krank ist, hat zunächst irgendeine Form von Angst oder Antizipation, wenn er zum Doktor geht oder operiert wird oder was weiß ich. Und wenn wir eine Intervention setzen, in der diese Angst reduziert wird, dann ist es zunächst mal ein enorm therapeutischer Effekt, weil Angst hat, das wissen wir, große immunologische Auswirkungen, das wirkt sich neurologisch aus, das wirkt sich durch Verspannungen aus, da kann Schmerzen entstehen und allein die Reduktion von Angst wäre zum Beispiel schon ein enorm therapeutischer Schritt. Ein weiterer Aspekt ist die Installation von Hoffnung. Es gab einen sehr, sehr berühmten Psychiater Jerome D. Frank, der hat in den 60er Jahren ein Buch geschrieben, das hieß Persuasion and Healing auf Englisch, also Überredung und Heilen. Auf Deutsch ist es rausgekommen unter dem Titel Die Heiler. Da stellt er ein Modell vor, das ist ein allgemeines therapeutisches Modell, das auch von Psychotherapieforschern angewandt wird, von allen möglichen. Und da kommt eben drin vor, dass es im Grunde ein paar wesentliche Faktoren aller therapeutischen Disziplinen gibt. Und die würde ich jetzt mal so als Pfeiler des Placebo-Effekts sehen. Nämlich, dass ein gemeinsames Weltbild aufgebaut wird, also ein gemeinsames Bild, wie der Organismus funktioniert, wie die Welt funktioniert, dass Bindung entsteht, positive Bindung zwischen dem Arzt oder dem Therapeuten und dem Patienten, weil dadurch Vertrauen entsteht. Das kann dazu führen, dass Angst reduziert wird und Entspannung entsteht. Und das sind ganz wesentliche Faktoren von allen therapeutischen Prozessen. Und das ist in gewisser Weise die Basis. Und drum daher auf die Anfangsfrage wäre die Antwort, immer, wann immer Menschen wach sind und in Kommunikation treten, ist der Placebo-Effekt hier, Punkt. Und es geht gar nicht darum, den irgendwie zu reduzieren, runterzureden, sondern ihn zu maximieren. Und in die Anwendung zu bringen, in die klinische Anwendung. Ja. Ja. Vor diesem Hintergrund wäre es ganz interessant zu verstehen, wo das jetzt vielleicht sogar evolutionsbiologisch oder anthropologisch herkommt. Weil wenn wir Kinder sind, wenn wir klein sind und dann sind die Vertrauenspersonen Oma, Mutter, Papa vielleicht und ich tue mir weh, dann ist die Mama zur Stelle und sagt, wird schon wieder gut. Ja? Mhm. Und weil ich der Mama vertraue, weil ich weiß, wenn sie das sagt, dann wird es auch wieder gut und ich diese Erfahrung mehrfach machen durfte, wird es auch wieder gut. Genau. Da passiert ja was. Ne? Mhm. Und wenn ich das später dann im Erwachsenenalter auf Ärzte übertragen kann, denen ich vertraue und die dieses Vertrauen nicht missbrauchen oder enttäuschen, dann funktioniert das auch weiterhin oder dürfte funktionieren. Richtig. Mhm. Ja. Also man könnte sagen, in jeder Therapie ist ein sozusagen ein Placebo-Grundrauschen da. Das heißt, also es kann mal, ist nie unter 10%, würde ich sagen. Und dann steigert sich das bis hin, also dass Placebo-Wirkung 80% einer Therapie ausmachen kann. Und für den Patienten ist sozusagen wichtig, also was dabei herauskommt. Nicht wie groß der spezifische oder wie klein der spezifische Effekt ist. Und das hatten wir versucht, mit dieser Stellungnahme nochmal deutlich zu machen. Aber es gibt sozusagen keine Therapie ohne den Placebo-Effekt. Und es kommt entscheidend darauf an, nicht ihn herauszukopieren, wie das sozusagen durch die klinischen Studien, sondern im Gegenteil, ihn stark zu machen für die individuelle Behandlung. Und dazu braucht es eben ein Vertrauensverhältnis. Und ich kann Ihnen nur sagen, also wenn Sie kein Vertrauen zu Ihrem Arzt haben, gehen Sie gleich weg. Es wird Ihnen nicht helfen. Der Arzt wird frustriert sein, aber Sie werden noch frustrierter sein, weil alle Studien zeigen, also es muss eine gewisse Empathie nennt man das in der Medizinsoziologie. Das ist nicht, dass der Arzt mit Ihnen mitleidet, aber er muss ein Verständnis für Sie, Ärzte natürlich auch, ein Verständnis dafür haben. Und das Schwierige ist, Sie können, Harald, wir haben ja auch mal, man kann es nicht lernen.
Empathie bringt man aus der Erziehung mit, sozusagen vom Elternhaus, dass man sich in jemanden einfühlen kann. Und das ist eben nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Gestik der Fall. Und insofern, wenn Sie, wie gesagt, als Arzt diesen nicht nutzen, dann sollten Sie Pathologe werden, wie das mal ein... Also der Schreibtischtäter. Der. Aber ich meine, Sie haben nicht die Möglichkeit, sozusagen sich sozusagen 10 Ärzte in einer Reihe anzuschauen und sagen, wen nehme ich jetzt? Man ist ja froh, wenn man überhaupt einen Termin hat. Aber ich habe vor vielen, vielen Jahren bei der Ärztekammer in Baden-Württemberg angehende Allgemeinmediziner einen Kurs, einen Morgen 5 Stunden in Placebo unterrichtet. Anwendung, ne? Bevor wir dieses Buch hatten. Und dann habe ich so mal in die Runde geschaut und habe gesagt, wen von diesen angehenden Allgemeinmedizinern, wo würdest du später hingehen? Oh je. Und ich muss Ihnen sagen, also da habe ich schon gezweifelt an den Zugängen, nicht nur zu unserem Medizinstudium, sondern später auch, also jemand, der sich dann entscheidet, wirklich die flächendeckende Hausarztversorgung, das sind ja an sich die Sympathischen. Und wenn man dann schon also einige erlebt, die also überhaupt keinen Bezug zu ihrem Beruf und zum Patienten haben, da habe ich gedacht, naja, also dann nützt auch nicht, wenn ich jetzt was über Placebo. Man muss, das wollte ich nochmal sagen, diese Empathie von zu Hause mitbringen. Da kam jetzt gerade, was Sie vorhin angeführt haben, dass man ein gemeinsames Weltbild haben sollte. Das heißt ja nichts anderes als, wir sehen die Dinge, die da so sind, ähnlich. Ähnlich, genau. Und das ist natürlich ein Problem, wenn der Arzt oder die Ärztin mir etwas erzählen und ich kann dem so gar nicht folgen, weil das dem, woran ich glaube, so diametral entgegensteht, dass ich mich eigentlich innerlich sperre. Das ist eigentlich nicht der richtige Mann für mich, also der richtige Arzt. Ja. Ja, ja klar. Auch das soll es geben. Völlig. Ja klar, das ist logisch, weil wir Menschen sind zunächst mal in allererster Linie Beziehungswesen, ja? Und das ist die Basis des Placebo-Effektes auch. Deswegen ist auch diese Frage, kann ich mich selber heilen, verfehlt, weil natürlich können wir das. Sorry, muss ich ansprechen, also sofort Anspruch, weil ich weiß, dass es geht. Ja, ja, klar, aber ich meine jetzt... Ich weiß das wirklich. Ich kann auch mit Beispielen nachher. Das geht natürlich schon, aber der Punkt, den ich jetzt ansprechen will, ist der, diese therapeutische Potenz, die entsteht meistens zunächst mal in der Beziehung. Und das ist auch die evolutionäre Grundlage von Placebo-Effekten oder von solchen psychologischen Effekten, weil durch Beziehung Vertrauen entsteht und weil durch Vertrauen positive Affekte genährt werden in uns. Und diese positiven Affekte sind letztlich die Basis für Heilung. Die kann ich natürlich, wenn ich weiß, auch selber generieren. Und deswegen stimmt es natürlich nicht, dass Selbstheilung nicht möglich ist. Aber was ich sagen will, ist, es ist leichter, in einer guten Beziehung diese Effekte zu aktivieren, als es selber zu machen. Und da würde ich jetzt ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil das wäre jetzt nämlich sowieso meine nächste Frage gewesen. Die Oma, die ich vorhin erwähnt habe, oder die Mutter, das ist ja mein Clan. Genau. Das ist meine Gemeinschaft. Mhm. Und später erweitert sich das eben um die dazukommen. Und im Idealfall gehört auch der Hausarzt dazu. Weil früher war es ja gang und gäbe oder Sitte, dass der Dorfarzt zumal die ganze Familie kannte. Ja, und klar. Dann die Enkel schon mitbekam und dann wurde übergeben an den Sohn vielleicht. Und das war einfach so auch ein großes Miteinander. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen in archaischere Zeiten, als eben Schamanen oder Medizinmänner oder Priester das taten, was Ärzte heute tun, dann waren die ja auch Teil der Gemeinschaft und sie waren sehr honorige Vertreter. Also man hatte Ehrfurcht vor diesen Menschen, deswegen war das, was die gemacht haben, ob das jetzt aus medizinischer Sicht sinnstiftend war oder vielleicht sogar kontraindiziert, das haben wir dahingestellt, aber das Bremborium, der Zauber, den sie entfaltet haben, der hatte ja eine Macht. Und die hatte dieser Zauber, warum? Weil diese Macht aus der Gemeinschaft kommt. Also es gibt ein schönes Beispiel, das hat mein Kollege Dan Merman, der ist Medizinanthropologe in Chicago gewesen, der hat viel Amerika bereist und hat bei den Navajo-Indianern ein interessantes Heilritual gefunden. Und es geht so, dass wenn jemand krank ist, dann kommen die Medizinmänner, also der Schamane, sammelt alle Pflanzen, die irgendwie potent sind, packt die in den Topf und kocht die und macht irgendwas damit. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Die sind alle pharmakologisch enorm wirksam, das ist nachgewiesen. Der hat auch Pharmakologie gemacht, Ethnopharmakologie. Wir würden jetzt diesen
Getränk dem Kranken geben. Was machen die Navajos? Die schütten es über alle drüber. Da kommen alle daher, also die ganze Familie, alle, die dazugehören, kommen daher und denen wird dann dieser Trank drüber geschüttet und das ist das Heilritual, weil es sozusagen versinnbildlich, dass Krankheit einen aus der gemeinschaftlichen Verbundenheit fallen ist und durch dieses Ritual wird diese gemeinschaftliche Verbundenheit wiederhergestellt. Die Gemeinden dich wieder ein. Sehr interessant. Ja, und bei uns ist sozusagen die Krankenrolle gesellschaftlich interessant, weil ich bekomme sozusagen Belohnung. Ja. Weil also ich kann Krankengeld beziehen, ich bekomme Aufmerksamkeit. Also genau das, was die Namen, dass man jemanden wieder zurückholt aus der Krankenrolle durch so eine symbolische Behandlung, passiert in unserem Breiten eben nicht. Während das ist aber auch eine moderne Entwicklung. Also wir wissen zum Beispiel, dass im 18. Jahrhundert die sogenannte Bedside-Medizin war. Das heißt, also wenn der Arzt kam, der kam also zum Patienten, nicht umgekehrt, der Patient zum Arzt, es gab keine Sprechstunde. Also Hausbesuch. Die Sprechstunde gibt es erst seit 1830 ungefähr in der Medizin, sondern es gab früher nur Hausbesuche. Und natürlich hieß das für die Hausbesuche, dass der Arzt, egal welcher Stellung er hatte, den nicht nur dem Patienten, sondern auch der gesamten Verwandtschaft, die rundherum stand, also die Diagnose erläutern, auch die Therapie musste und ihm auch reingeredet wurde. Das heißt also, es ist ein gemeinschaftliches Handeln, was wir in der Medizin haben, weil selbst wenn er das nicht gut fand, er hatte gar keine andere Wahl, weil sonst hatte war er weg und oder kriegt kein Geld. Nein, bekam dann Geld am Ende des Jahres. Also da hatte man schon die Möglichkeiten. Das war eine Art Heilritual, das sich in der Gesellschaft vollzog. Ich würde ganz gerne noch bei diesen archaischen Aspekten bleiben, weil wenn die Gemeinschaft eine so große Bedeutung für die individuelle Gesundheit und eben auch die kollektive Gesundheit am Ende des Tages spielt, hat das etwas mit der Notwendigkeit und der Überlebensnotwendigkeit zu tun, dass nur die Gemeinschaft überleben konnte und eben nicht der Einzelne? Natürlich, ich meine, das ist evolutionär mit Sicherheit die Basis, weil in sehr frühen Gemeinschaften war der Einzelne verloren. Deswegen ist zum Beispiel bei so Ureinwohnern in Australien immer noch die größte Strafe die Verbannung. Die Verbannung aus der Gemeinschaft. Und da kommt übrigens auch dieses Nocebo her, dieses Bone Pointing. Das hat Armstrong sehr gut analysiert. Der war Armstrong, weil die. Armstrong. Entschuldigung, nicht Armstrong. Cannon war das. Cannon, das war einer der Stressforscher, der amerikanische Stressforscher. Selye war der Österreicher. Cannon war. Die haben ungefähr zur gleichen Zeit die Stressachse untersucht, also den Einfluss von Cortisol auf Immunsuppression und auf andere Prozesse. Und dem ist eben in Australien ein interessantes Phänomen untergekommen, das sogenannte Bone Pointing. Das wird bei den Aborigines als Strafe verwendet, wenn zum Beispiel einer ein Tabu verletzt hat, irgendein Tabu gebrochen hat, dann kommt der Schamane, nimmt einen Hühnerknochen und zeigt auf ihn und das bedeutet, er ist verflucht. Was macht er? Der geht in die Wüste und stirbt. Der entfernt sich sozusagen freiwillig aus der Gemeinschaft, weil er weiß, er hat der Gemeinschaft Schaden zugefügt, jetzt in deren Weltbild. Ne? Und das ist genau der Punkt, an dem dieser psychologische Prozess, den wir positiv nutzen können, auch in den negativen Prozess kippt, den wir dann Nocebo-Effekte nennen. Ne? Aber was ich sagen will, ist, dieses Ausgrenzen aus der Gemeinschaft, es ist bei archaischen Gemeinschaften die allergrößte Strafe, war auch in Rom übrigens, eine sehr, sehr große Strafe. Die Römer haben die Leute, die sie nicht wollten, entweder umgebracht, aber die höherkalibrigen wurden verbannt. Manchmal nach Helena. Ja. Oder Elba, keine Ahnung. Der Cannon hat ja, glaube ich, das auch publiziert unter dem Titel Voodoo Death. Ja, genau. Also Voodoo-Tod. Der Artikel heißt Voodoo Death. Also wo es tatsächlich darum ging, der hat sich das erzählen lassen, in unterschiedlichsten Konstellationen, dass Menschen zu Tode gebracht wurden durch Flüche, das ist ja Voodoo letztlich, ne? Ja. Ja, jetzt sind wir schon sehr weit und kommen ein bisschen vom Thema ab, aber wenn man schon über diesen sogenannten Nocebo-Effekt über Voodoo, gibt ja diese zumindest nachgewiesene Geschichte, wo ein amerikanischer Patient eine Diagnose bekommen hat, eine letale Krebs im Endstadium und er ist in der Tat ein Vierteljahr später gestorben.
Und dann hat man eine Autopsie gemacht und festgestellt, dass er gar keinen Krebs hatte. Und also schon, oder zumindest keinen tödlichen, also der ihn sozusagen innerhalb von einem Vierteljahr umgebracht. Das heißt also, die Vermutung ist, diese Diagnose hat ihn umgebracht sozusagen. Es ist der Arzt, der moderne Arzt hat einen Voodoo-Spruch sozusagen über ihn gemacht, sagt, du bist in einem Vierteljahr tot, und er ist dann auch gestorben. Nun mag das ein Einzelbeispiel sein, aber es zeigt, dass also der Nocebo-Effekt in der Medizin auch sehr stark sein kann. Er muss nicht zum Tode führen, das ist sicherlich die Ausnahme, aber er kann zumindest Heilungsprozesse, wir werden nochmal extrem stören oder neue Symptome produzieren, all das, was wir nicht wollen. Ich würde sagen, wir heben es tatsächlich den Nocebo-Effekt für den zweiten Teil ein bisschen auf. Vielleicht nur nochmal so viel dazu. Mich würde nochmal interessieren, wenn denn das, was Sie vorhin angesprochen haben, die Eckpfeiler eines ins Werk zu setzenden Placebo-Effektes sind, eines ist ja, glaube ich, die Erwartungshaltung. Also, dass ja. Ich selber, entweder kriege ich es selber hin oder die Ärzte oder die Familie sind so klug, dass sie es schaffen, mir so viel Mut zuzusprechen, dass ich in einen guten Ausgang, an eine Heilung, an eine Linderung, wie auch immer, glauben kann und all meine Aufmerksamkeit darauf richte. Jetzt ist aber mal die Grundfrage, nicht jeder Mensch ist so ein Sonnenscheinchen und kann positiv denken. Es gibt halt Menschen, die sehen tendenziell einfach ein bisschen schwärzer als andere und tun sich schwer damit, überhaupt irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels entdecken zu wollen. Welche Rolle spielt denn meine grundsätzliche psychologische Verfasstheit, vielleicht so ein bisschen das auch, was mein Wesen ausmacht, im Hinblick auf Gesundheit? Das ist eine sehr gute Frage, weil es letztlich eine Frage auch ist, die darauf hindeutet, gibt es sowas wie Leute, bei denen Placebo-Effekte eher zustande kommen, sogenannte Placebo-Responder. Und die ist schwer zu beantworten, ehrlich gesagt, weil mindestens von der Forschungsperspektive her. Es gibt wenig Studien, die mir jetzt bekannt werden, die wären, die das so klar umreißen würden. Wer ist denn jetzt wirklich ein guter Placebo-Responder? Ich habe es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr weiter verfolgt, aber als ich es verfolgt habe, da gab es wenig Forschung dazu. Es gab mal einen Psychologen aus Würzburg, mit dem habe ich das sehr ausführlich besprochen, und der sagte mir, es gibt nur individuelle Neigungen, die man wieder replizieren kann, aber so große Charakterzüge zu isolieren, das ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist natürlich anzunehmen, ne? Wenn jemand eher so ein trüber Typ ist, der sehr schwer Hoffnung mobilisieren kann, dann wird es auch viel schwieriger sein, mit jedem Arzt und Therapeuten den gewissermaßen in eine positive Haltung zu kriegen und dann auch Heilung zu erwarten, weil letztlich ist die Hoffnung immer die halbe Miete. Ne? Und welche Rolle spielt die grundsätzliche Suggestibilität, also dass jemand ein bisschen eher darauf reagiert, wenn ihm was eingeredet wird? Ja, aber das Interessante an der modernen Placebo-Forschung ist, dass wir natürlich auf der einen Seite die klassische Erklärung haben, es ist sozusagen mental, es hat irgendetwas mit unseren Vorstellungen und mit vielen, also mit Sinn. Und das andere ist ja das, was wir sozusagen aus der Reizreaktionsforschung kennen, Pavlov, der Effekt, wenn also die Glocke bellt und der Hund also, nachdem er vorher schon gemerkt hat, dass er dann Fußball kommt, nur allein auf die Glocke reagiert. Also die Konditionierung. Bitte? Die Konditionierung. Die Konditionierung, genau, die Konditionierung. Und da will ich jetzt mal ein historisches Beispiel finden. Das ist also, heute gibt es Studien dazu, wunderbare, die machen auch gerade in Deutschland, werden sehr viele dieser Konditionierungsstudien gemacht, um Placebo auch positiv einzusetzen. Zum Beispiel, indem nämlich jemand, ohne dass er es weiß, eine Placebo-Gabe bekommt und zusammen mit einem echten, mit einer Injektion zum Beispiel, und er verbindet. Also, ich will es mal am Historiker klarer machen, ohne jetzt die Arbeiten, die jetzt in Deutschland dazu laufen. Im 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, hat man Lachgas entdeckt und wusste, dass das also therapeutisch die Patienten beruhigt. Und das war jetzt ein Patient, der Fallsucht hatte, Epilepsie, also Anfälle. Und der Arzt hat dann gesagt, ich wende jetzt nicht das Lachgas nur an, sondern ich bin wissenschaftlicher Arzt, ich will auch wissen, ob der Fieber hat. Also man hat schon Fieber gemessen mit einem Thermometer und hat diesem Patienten, also erstmal das Fieberthermometer und dann das Lachgas. Und dann kam das Interessante, dass die Wirkung auch eintrat, bevor ihm überhaupt das Lachgas gegeben wurde, nur das Fieberthermometer allein hat ihn schon
beruhigt. Und diese Konditionierung, die wir heute sehr sophisticated, also sehr schon sehen, wie man die nutzen kann, um eben, da spielt eben die Vorstellungskraft des Patienten gar keine Rolle mehr, sondern er wird nur durch einen Stimulus, sozusagen wird der Körper darauf genutzt und sagt, jetzt passiert etwas mit dir und das ist gut, das ist positiv. Und wenn man später sozusagen das Eigentliche weglässt, was wir glauben zu wirken, sondern reines Placebo gibt, alleine die gleiche Handlung, ob das jetzt eine Injektion ist oder man trinkt das mit einem gräuslichen Trank nebenbei. Ja, Erdbeeraroma macht das Schmidt-Lofsky, schreckliches Erdbeeraroma. Dann Banane. Also das Banane. Und insofern, wir wissen nur nicht, und das macht die Placebo-Forschung so schwierig, ob es einmal der Konditionierungseffekt ist, bei welchen Placebo-Heilung und einmal die Vorstellungskraft. Aber jetzt würde ich ganz gerne das zusammenbringen, weil mir scheint das doch logisch, dass wenn ich konditioniert bin und weiß, zwar nicht bewusst, aber unbewusst, dass wenn A, dann auch B, dann ist das ja eine Erwartungshaltung, eine unbewusste, die damit schwingt. Weil ich erwarte ja, wenn A sozusagen, also wenn die nicht. Also begrifflich würde man das trennen, einfach weil es unterschiedliche Prozesse sind. Wenn, so wie Robert Jütte das gesagt hat, wir würden normalerweise davon ausgehen, dass es sozusagen einen kognitiven Anteil gibt, ja, bewusst antizipieren, wenn irgendwas passiert, dann erwarte ich etwas und diese Erwartung hat einen Einfluss auf meine ganze Physiologie, auf meinen ganzen Körper. Aber es gibt auch diese komplett unbewusste Route, bei der ich überhaupt nichts erwarte, die eben daher kommt, dass ich Zeit meines Lebens immer die Erfahrung gemacht habe, wenn irgendwas ist, gibt mir die Mama was und gibt mir der Doktor was und dann geht's weg. Und dann ist nur dieses Nehmen und dieses Geben von irgendeiner Substanz konditioniert, also gelernt, wenn man so will, löst diesen physiologischen Effekt. Ist das ein Automatismus? Das ist ein Automatismus. Es gibt eine total spannende Studie mit offenem Placebo. Das war die allererste, mittlerweile gibt es eine. Können Sie es erklären, was ein offenes Placebo ist? Ja, das bin ich gerade dabei zu tun. Das ist eine Studie, da müssen Sie sich vorstellen, da kamen Leute in die Psychiatrie, also mit Depression und Angst und sind zum Doktor gegangen. Und der hat gesagt, naja, wir glauben, wir wissen nicht genau, was mit Ihnen los ist. Wir haben hier was für Sie, das ist ein Placebo. Wissen Sie, was ein Placebo ist? Ein Placebo ist was, wo nichts drinnen ist. Das gebe ich Ihnen jetzt mal, das nehmen Sie jetzt mal eine Woche und nach einer Woche kommen Sie wieder. Und nach dieser Woche waren die meisten Leute sehr gut genesen. Das war die erste Studie, Park und Covey, ich glaube 1967 oder so, mit offenem Placebo. Ich wollte es lang mal wiederholen, dann hat es ein Kollege von mir wiederholt mit ein paar anderen Patienten. Und mittlerweile gibt es eine ganze Serie solcher Studien, wo Patienten tatsächlich nur ein Placebo gekriegt haben. Und ich habe meinen Kollegen Ted Kapchuk damals gefragt, der die Studie gemacht hat, wie habt ihr diese Aufklärung gemacht? Er hat gesagt, du wirst es nicht glauben, wir haben eine Viertelstunde mit jedem Patienten geredet und ihm eine Viertelstunde lang erklärt, was ein offenes Placebo ist, dass er das wirklich versteht, dass nichts drinnen ist, dass es nur eine Zuckerpille ist, dass das keine pharmakologische Wirkung hat, aber es hat schon manchen Leuten geholfen. Das ist das Narrativ. Und das ist genau diese Konditionierung, also diese unbewusste Einstellung, die dann dazu führt, dass ein physiologischer Effekt auftaucht. Da gibt es mittlerweile so, ich glaube, 10, 12 Studien. Nee, fast 20, also fast Indikationen. 20. Das ist natürlich bei Schmerzbehandlung, bei Reizdarmsyndrom, das ist die erste große Studie gewesen, aber auch bei Depression. Mhm. Wir wissen also, dass man mit offenem Placebo, also bei auch Migräne mittelschwere auch Depressionen sowas, behandeln kann, ohne Antidepressiva. Also das ist natürlich ein Schock für die Pharmaindustrie, zu sagen, also ja, Sie nehmen einfach eine Zuckerpille und die hilft Ihnen. Ja. Aber Sie haben ja gerade zwei entscheidende Sachen gesagt. Nämlich, das eine war nämlich die kleine Hoffnung, manchen Leuten hilft es trotzdem. Genau. Und dann spult sich doch bei mir Folgendes ab, warum soll ich nicht die 2% ausmachen, die, bei denen es hilft? Ja, ne? Natürlich. Und dann ist es vielleicht einfach auch diese Zuwendung, dieses Gespräch, diese Anteilnahme. Das spielt bestimmt alles eine Rolle. Also wenn ich nur eine Schachtel hinstelle und sage, nehmen Sie mal, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist natürlich dieses ganze therapeutische Ritual drumherum plus diese Konditionierung, mit der wir alle aufgewachsen sind. Nach allem, was ich jetzt heute gehört habe, oder was wir gehört haben, kann man ableiten, dass das Gespräch, dass die Zuwendung, dass die Aufklärung, dass die Anteilnahme einen so großen Anteil an den Interventionen hat, dass manchmal die eigentliche Arznei, die eigentliche Intervention nur das Vehikel ist? Mit Sicherheit. Also ich würde sagen, ja. Vor allem bei der Pharmakologie ist das mit großer Sicherheit der Fall. Wir haben gerade eine Meta-Analyse gemacht, wo wir insgesamt 150 Studien analysiert haben, 5
5 verschiedene Diagnosen, 30 ähnliche Studien und haben geguckt, wie hoch ist denn der Anteil, der auf den Placebo-Effekt zurückgeht. Und das ist in der Tat 69%. Ich habe dazu ein passendes, muss ich jetzt vorlesen, Zitat von Platon. Dann geht es in die Pause. Also Sie kriegen gleich was zu trinken und zu essen. Ich mache Ihnen jetzt Hoffnung. Das Heilkraut ist ein ganz bestimmtes Blatt, aber zur Arznei gehört auch ein Zauberspruch. Wenn man den zugleich spricht, indem man das Blatt gebraucht, macht das Mittel ganz und gar gesund. Aber ohne den Spruch ist das Blatt zu nichts Nutz. Ja, den Spruch habe ich mir ausgesucht als Vorwort zu der Stellungnahme und unser Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats, der dann auch Blut geleckt hat und nachher mit Feuer und Flamme für dieses Thema war, der hat mich dann auf Donizetti, Elisir d'Amour, ich weiß nicht, ob Sie die Oper also kennen, wo eben der Zaubertrank ein guter Wein ist, der aber als Liebeszaubertrank und natürlich dann alle Probleme der Annäherung an die geliebte Dame beseitigt, aber es ist eben auch ein einfacher Wein, der als Liebestrank dann entsprechend verzaubert wird. Bis hierhin, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Pause und nach der Pause gehen wir vielleicht ein bisschen mehr ins Pragmatische, wie man sich Nocebo-Effekte vom Hals halten kann und Placebo-Effekte vielleicht dann doch selber auch ein bisschen generieren kann. In diesem Sinne, lassen sich Ihre Brezel schmecken. Und wie lange machen wir Pause? Halbe Stunde.